Es ist Sonntagabend hier auf der Strecke in Marina Bay und die Autos werden für ein spektakuläres Rennen vorbereitet für den großen Preis von Singapur. Nur ein Fahrer konnte es an diesem Wochenende auf die Pole schaffen und dieser Glückliche heißt eindeutig Nico Rosberg. Ich kann mir gut vorstellen, dass der deutsche Fahrer seinen Mercedes heute auch zum Sieg fahren wird. Er wird definitiv heute schwer zu schlagen sein, aber alles ist möglich. Wir werden also ein Auge darauf haben müssen, wie es sich im Laufe des Rennens entwickelt. Ein exzellentes Qualifying-Ergebnis gestern für Lotus und für Romain Grosjean. Man muss sich aber fragen, ob das so schlau war, denn man hat ganz klar aufs Qualifying hingearbeitet, hat die Einstellung des Autos nur fürs Qualifying gemacht und ich fürchte, im Rennen werden sie nicht so schnell sein. Ich denke, Grosjean wird diesen Nachmittag Probleme haben, nicht zurückzufallen. Sein Lotus zeigte beim Training eine Abnutzung der Prime-Reifen und das könnte heute Schwierigkeiten bereiten. Also um Grosjean mache ich mir keine Sorgen, der dürfte das schon schaffen, auch wenn er etwas weiter vorne ist, als man eben erwarten könnte. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Singapur. Schönes Licht hier, eine schöne Lichtstimmung und werden die Reifen zu Beginn halbtot sein? Eine sehr gute Frage, wir werden es vielleicht gleich wissen, wenn wir uns hier die Boxenstopp-Strategie anzeigen lassen. Das dürfte noch normal sein für Singapur. Ich nehme es jetzt einfach mal an, weil die nächsten Reifen, die wir nach dem ersten Stopp aufziehen, die halten etwa genauso lange und deswegen würde ich das einfach mal für voll nehmen. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, ich hätte vielleicht mal vor diesem Rennwochenende nachschauen sollen. Wir haben ja einen Boxenstopp im Vergleich zu einigen KI-Fahrern, also ich sage einfach mal zu den Gegnern, zur Konkurrenz gespart. Habe ich da zwei Stops mit dem McLaren gefahren? Bin ich da zweimal gefahren? Na, ich glaube, wir werden es einfach mal im Rennen wieder entscheiden, je nachdem, wie es kommt. Nase muss dranbleiben und eben die Reifen, die müssen zu Beginn frisch sein. Ja, da haben wir gut was vor. Und wir sind, ja, Hamilton ist bloß Zehnter. Wir sind guter Achter geworden, direkt vor Verstappen. Das dürfte durchaus ein hartes Duell werden. Ob wir Punkte erreichen, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Erstes Ziel, natürlich das Rennen, die Zielflagge sehen. Zweites Ziel, Teamkollege schlagen. Und drittes Ziel, sagen wir es mal so, Punkte. So, ihr wisst Bescheid. Wir wissen hier auch Bescheid. Wir starten natürlich auf den weicheren. Das sind die von den Angefahrenen, die am wenigsten drauf haben. Dann trinke ich noch einen Schluck und wir legen gleich los. Bin schon gespannt. Ihr hoffentlich auch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und uns hoffentlich mal wieder Punkte. Aha, Reifenordnung, aber Massa, wie der schon wieder dasteht. Na, kommt schon Hamilton an. Er zeigt sich schon mal. Also Reifen sind schon mal in Ordnung, das finde ich ja super. Da vorne gibt es Gerangel, da gibt es einen Zweikampf. Wow, wow, okay. Ein Massa und ein Ferrari. Und wir sind zum Glück nicht rein. Untersteuern. Jetzt verliere ich gegen Hamilton bestimmt. Erstmal das umstellen. Jetzt versucht das da. Dann gebe ich mal Platz, ehe wir uns hier drehen. Na, jetzt kommt nämlich noch der nächste, nämlich Verstappen. Ne, ist ein Force India. Hat Verstappen abgeräumt? Wo ist Verstappen? Mein Platz. Vielleicht. Mein Platz, okay. Ja, Rhythmus finden. Das ist das Stichwort bei einem Stadtkurs. Boah, das war aber eine Anfangssequenz. Das längste und das vielleicht, was heißt vielleicht, das anstrengendste Rennen der Saison, weil es eben auch so lang ist und so viele Kurven bietet hier in Singapur. Deswegen Konzentration ist hier ganz groß geschrieben. Ah, Force India natürlich Höchstgeschwindigkeit. So, Rhythmus erstmal finden, das ist das Wichtigste. Und dann eben vielleicht mit vollem Tank und den Erfahrungen, die ich hier gerade sammle, etwas umsetzen. Bisher wirkt es noch sehr unrund, aber wir sind immerhin Siebter. Um einen Platz verbessert. Hamilton ist vorbei, der wäre glaube ich sowieso vorbeigekommen. Da war gerade die Hinterachse, die blockiert hat. Das war bloß eine Frage der Zeit, bis der vorbeifährt. Jetzt haben wir etwas Luft nach vorne, können demnach was umsetzen. Aber mit DRS und Hülkenberg im Nacken wird das nicht so schön. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Geht klar.
Ich würde ja gerne wissen, was mit Verstappen war. Da liegen noch die Teile. Vielleicht für Verstappen, obwohl. Das war jetzt nicht so schön. Aber Wagen ist ganz geblieben. Na, vielleicht ist er noch auf dem Weg in die Box. Wir sehen es ja spätestens unten an der Markierung, an dem roten Fahrzeug unter dem Drehzahlmesser. Aber ich hoffe mal, er ist ganz geblieben. Hoffe ich für unser Team und eben auch für ihn. Weil als Team haben wir eben noch was vor. Auch wenn meine Punkteausbeute immer, ja, bisher sehr bescheiden war. Nicht immer. Spa nicht. Und Monza, dafür konnte ich letztendlich nichts mit den toten Reifen. Die haben wir hier schon mal nicht. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden, 5 Runden. Okay, so. Boxenstopp zieht die Options auf. Noch 30 Runden bis zum Ende des Rennens. Okay, ist also alles geblieben. Runde 7 weiterhin. Bin mal gespannt, wie die Reifen sich so verhalten werden. Na, das war etwas zu schnell, etwas zu spät angebremst. Ein Boxenstopp wieder einsparen, wie in der ersten Saison, das habe ich vor. Das Wichtigste ist aber einfach den Wagen ganz behalten. Nirgends anecken, sich nirgendwo mit dem Hinterrad an der Leitplanke drehen. Oder in irgendeine Auslaufzone fahren. Gerade wieder sehr unrund, nächste Runde gibt's DRS. So. DRS ist jetzt verfügbar. Oh Gott, total verpasst. Ist auf jeden Fall näher rangekommen. Ups. Die Kurve habe ich total verpasst. Könnte jetzt hier tödlich sein. Zumal der Wagen wieder rutscht. Fühle mich noch nicht wohl. Jetzt konnte mir DRS eigentlich geben, mal die Inbahn, obwohl das eigentlich ziemlich beschissen ist, weil ich auf der DR-Linie eigentlich anbremsen will. Oh, was bremst du jetzt so stark? Okay. Achter Platz, auch nicht verkehrt. Vielleicht bekommen wir ihn ja noch. Nasser jetzt hinter uns. Ich fühle mich aber eben noch nicht so wohl bisher. Liegt aber an mir, weil ich so fahre. Vielleicht können wir ihn nochmal auf Startziel bekommen. Der letzte Sektor gehört uns. Und dann vielleicht schön ausbeschleunigen in der letzten Kurve. Dazu aber nicht den Wagen verlieren, da kam das Heck wieder schön. Hier kommen die besser heraus, aber nicht wirklich eklatant, wenn man eben ganz gut beisammen und auch im Windschatten ist. Hier bremsen die eher, okay. Finde ich das schon mal heraus, vielleicht wird es eben später nochmal interessant werden. Unser Sektor jetzt, dranbleiben, überholen geht hier sowieso nicht. Für Startziel vielleicht nutzen. Na? So, jetzt Schwung mitnehmen. Ja, hier sind die wirklich doof. Aber der hat einen Mercedes-Motor, wir haben DRS. Kurve soll bekommen erst noch neben uns, deswegen lasse ich Platz. Jetzt kommt das Heck rum und da wurde ich angedotzt. Nicht schön. Wieso habe ich da nochmal runtergeschalten? So, weiter geht's. Wir sortieren uns hinter Alonso ein. Das war ich aber nicht. Das mit Quert. Quert war gar nicht in unserer Nähe. Hülkenberg, das war die Ecke wie im echten Rennen. Muss ich mir einfach mal in der Wiederholung anschauen. Habe ich jetzt keinen Nerv dafür. Wir sind noch in den Punkten. Alonso vor uns, na mal schauen, ob wir das noch aufholen können. Aber das Wichtigste ist, der Wagen ist ganz. Ja, da habe ich einen Leerlauf geschalten, mein Fehler. Ansonsten hätten wir noch vor beiden rauskommen können. Schade. Habe ich es verpeilt. Hinter Quert ist aber eine riesen Lücke. Haben die sich da auch irgendwie abgeschossen? Verstappen wir noch nicht in der Box. Es sind noch 20 im Rennen. Na, es waren jetzt schon 2. Ordentliche Berührungen. Ferrari Williams da vorne in der ersten Runde. Und jetzt gerade eben mit uns. Na, kommt Quert an. Der hat doch eine kaputte Nase, oder? Wenn das denn richtig auf Quert bezogen war.
soll es wieder sammeln und jetzt wirklich mal den Rhythmus finden. Den habe ich bisher noch nicht wirklich sicher gefunden. Das muss jetzt kommen. Ja, das kann gut sein. Jetzt habe ich aber hier Sack verloren. Ja, komm, noch ein drittes Mal. Oh, 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 nicht die Nase da anschlagen. Tja, Wagen noch schwer. Ich sollte einfach mal Benzin verballern. Die Reifen sind gerade nicht schön. Jetzt kommt er vorbei. Er hat die Nase also nicht kaputt. Mann, 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 aus den Punkten gefallen. Schwierige Anfangsphase bisher, aber das bekommen wir noch hin. Bin ich zuversichtlich. Das Auto hinter dir fährt auf langsameren Reifen. Du musst jetzt den Abstand vergrößern. Perez also auf den härteren unterwegs, okay. Würde mich ja mal gerne interessieren, wie viel Reifen dieser Dreher gekostet hat. Na, Hinterräder vielleicht, die sind gerade deutlich zu sehen. Also Runde 7 wohl doch forcieren und dann, ja, Runde 8 wird wohl nix. Hinterreifen haben wohl durch diesen Abflug zu viel mitbekommen. Zumal die Hinterreifen hier beim Herausbeschleunigen eben besonders betroffen sind. Ray könnte schon über statt Ziel. Okay, okay. Alles in Ordnung. Also wir können durchaus mit Quert mithalten und wir beide holen auf Alonso und wer das eben noch ist, davon auf. Und ob der Dreher gut war, das kann uns durchaus diesen eingesparten Boxenstopp wieder kosten. Maldonado jetzt hinter uns. Jetzt habe ich hier wieder Zeit verloren unter der Tribüne, nicht unterm Stadion. Boxenstopp-Fenster. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich übernächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Okay, dranbleiben. Geht das gegen einen anderen Renault-Motor? Dazu muss ich aber die eine Kurve gut erwischen und nicht so sehr in der schmutzigen Luft fahren. Jetzt ist er zu weit weg. Nee, es wird nichts. Zu weit weg. Muss der wirklich im Windschatten kleben? Ich habe keinen überlegenen Motor. Maldonado einen guten Sicherheitsabstand auf uns. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Nö, ich will den Wagen noch leichter bekommen. Ich komme so langsam, nehme ich mit meinem Rhythmus klar. Runde 8 wird schwierig, weil die Hinterreifen hier bestimmen. Na, Hinterreifen sind eben hier besonders gefragt, aber gar nicht mal so schlecht herausgekommen im Vergleich zu Quert. Letzter Sektor, der gehört ja eigentlich mir. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 40 Kilogramm übrig. 40 Kilo. Heißt 24 Runden. Aktuell kommen wir nicht ins Ziel. Ich schätze mal, wir werden einmal überrundet werden. So, dranbleiben. Oh Gott, jetzt mit dem Wagen verschlagen. Aber zum Glück wieder gefangen. Reicht das noch? Nee, es wird nicht reichen. Wir bekommen zwar Windschatten, aber... Na? Da war schon jemand an der Box. Achtung, deine Bremsen werden zu heiß. Schone sie oder sie bereiten dir bald Probleme. Gut, wir haben Quert bekommen. Verstappen an der Box. Gut, dass der zuerst reinkommt. Vielleicht zögere ich eben noch eine Runde hinaus. Oh, gelb. Da vorne ist jemand. Mist, jetzt ist grün. Jetzt darf er ungestraft überholen. Warum ziehe ich schon wieder nach außen? Will ich doch gar nicht mehr. Jetzt ist er innen. Schade. Oh nein. Scheiße.
Na, schöner Mist auch. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Komplette Nase ab. Wir haben uns nicht berührt, aber ich habe meinen Hektar verloren und jetzt diese fast ganze Runde hier ohne Flügel. Mann, scheiße. Aber Rennen ist nicht vorbei, ist erst Runde 7. Gut, dann kommen wir jetzt doch Runde 7 rein. Aber eben mit deutlich Zeitverlust, weil kaputter Flügel. Hinter uns ist gerade niemand. Ach, ärgerlich. Die Stelle kenne ich ja aus meiner Renneinstimmung. Das war, glaube ich, damals Maldonado auch im Toro Rosso hier. Mit dem gleichen Wagen, sprich Carlos Sainz. Ist eine sehr verzwickte Stelle, wenn man da innen ist. Ich hätte da auf der Langgeraden auch nicht links sein sollen. Hätte mich weiter auf der Diagonallinie halten sollen. Naja. Also aktuell sind wir Zwölfter. Und die da vorne sind jetzt gar nicht so weit weg. Hauptsache, jetzt aufgepasst, ich schrotte den Wagen nicht. Ach nee. Nase ist ab. Also vor Hülkenberg aktuell, ich will wieder auf den Options raus. Ich hoffe einfach mal eine Lücke zu bekommen. Tja, wie jetzt auch in Runde 7. Naja, mal schauen, wie das noch enden mag. Also Nase komplett ab, das hatten wir in diesem Rennenwochenende auch noch nicht. Haben wir jetzt gemacht, also. Das haben wir jetzt auch von der Liste abgehakt. So. Immerhin vorne im Männerfahrer, Verstappen liegt jetzt vor uns. Klar, er war schon in der Box und wir hatten jetzt eben diese langsame Runde ohne Flügel. Erster oder zweiter Gang? Ich habe ja gehofft, einen sparen wir wieder ein, also dass wir am Ende zwei fahren. Tja, wird schwierig. Auf jeden Fall haben wir freie Fahrt, das finde ich ja schon mal schön. Mit kalten Reifen erstmal auf Standard weiter, nicht auf Mager. So, Reifen, bitte warm werden, so langsam. Es war wirklich schon einiges los. Punkte sehe ich aber noch nicht verschwunden. Das ist durchaus möglich, auch wenn das Überholen schwierig ist, aber eben nicht so schwierig wie in Monaco. Vorderreifen brauchen noch etwas. Jetzt dürfte ich so langsam mit den Reifen arbeiten können. Hinterreifen haben wir jetzt auf jeden Fall Temperatur. Ja, die haben alle Temperatur. So, jetzt darf es aber keinen Fehler mehr geben. In diesem Rennen, ansonsten wird es wirklich nichts mit Punkten. Wie sie alle jubeln, weil wir aufholen. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall sind die Fans wieder deutlich zu hören. Aber ich glaube, jetzt habe ich meinen Rhythmus und ich kann das jetzt auch wirklich umsetzen. Also von Steven setzen wir uns schon mal ab, aber was anderes habe ich da auch nicht erwartet. Jetzt bleibe ich auf dem Gas, weil ich da abgekürzt habe. Ja, die sind nur noch frisch, die sollten auch noch nicht wirklich abgenutzt sein, sofern die auch frisch waren. Jetzt weit außen. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Schon? Nee. Noch 23 Runden. Zumal das jetzt die frischen Reifen sein müssten. Puh, in McLaren war es gegen Ende sehr eng, um uns gegen Hülkenberg zu behaupten auf diesen abgelutschten Reifen, aber eben einen Boxenstopp eingespart. Wir haben hier mehr Motorenleistung, deswegen tendenziell noch mehr Reifenverschleiß. Obwohl auch ein ganz gutes Aero-Paket beim Toro Rosso. Ups, aber so kostet es Reifen. Fahrer vor mir. Er ist vor dir. Noch 23
Abstand? Okay, sehe ich jetzt oben. Hätte ich aber gerne von dir gehört, Jeff. Er ist gerade aus der Tribüne, aus dem Tunnel rausgefahren. Na, immerhin habe ich gerade meine Ruhe. Raikön aber jetzt hinter mir. Okay, dann war das Raikön mit Massa zu Beginn. Dann fährt er ja auch noch vor uns. Mist, wieder ein Platz weniger. Nehme ich jetzt mal an, dass der uns im Verlauf des Rennens dann eben überholen wird. Boxenstopp-Fenster. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 22 Runden. Also Runde 14, ich hoffe auf Runde 16. Vielleicht sogar Runde 17, aber Runde 17 wird zu eng werden, glaube ich nicht. Fahrer vor mir. Perez liegt vor dir. 7 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 22 Runden. Dass ich noch auf Fett fahre, ist mir bewusst, falls das sich gerade jemand von euch fragt. Ich will den Wagen noch leichter bekommen. Zur Not sparen wir sowieso, wenn wir auf Standard fahren. Gut, dann kann ich mich nicht auf der Geraden mit Fett verteidigen. Aber das stelle ich erstmal weiter hinten an. Steven sitzt wieder hinter uns. Muss der Raikön zum zweiten Mal rein, weil die Options jetzt auch schon wieder kaputt sind? Müsste sein. Oh. Ein deutliches Minus. Oh. Okay, ich stelle mal die Bremsbalance um. Ah, ja. Mischung 1. Nö. Ich will meine Bremsbalance umstellen. Jeff, mach das mal. Darf er natürlich nicht. Muss der Fahrer selbst machen. Die Box darf das Auto nicht fernsteuern. Nicht fernverstellen. Jetzt habe ich mich zu sehr auf die Anzeige konzentriert, hätte ich eher auf der Geraden machen sollen. Du verlierst pro Runde 3 Sekunden auf Perez. 3 Sekunden. Oh, 3 Sekunden, sind jetzt 10. Oh, oh. Die Runde war mal gar nichts. Und ich wollte eigentlich aufholen. So, Stevens hat auch aufgeholt. Ja, war bisher wieder nix die letzten 2 Runden. So, wieder reinhängen. Noch alle im Rennen. Aber spätestens in Japan werden dann wieder Punkte anvisiert. Mal schauen, wie das Wetter sein wird. Bin ich noch gespannt, denn Intermediates sind auch machbar. Und ansonsten, das lassen wir erstmal auf uns zukommen, aber so weit will ich auch gar nicht ausschweifen. Wir haben jetzt hier erstmal noch ein Rennen zu fahren, da ist durchaus noch was drin, zumal die sich davor noch abschießen können und dann ernten wir eben Plätze. Na, es war wieder etwas zu spät gebremst, deswegen auch weiter ausgeholt. Ja, die Prozente brauchst du mir nicht sagen. Ich will, wenn, dann die Kilogramm. Kam das Heck wieder leicht rum, deswegen schon mal verfrüht in den dritten Gang geschalten. Aber gerade bin ich wieder etwas aus meinem Rhythmus raus. Ist nicht schön. Nee, da kommen wir noch nicht rein. Stevens ist etwa 5 Zehntel langsamer als du. Mach weiter Druck. Wobei ich nicht glaube, dass wir mit den Härteren dann durchfahren. Also 12 Runden haben die auf jeden Fall gehalten, als wir unser... Waren es 10 oder 12? Mist, hätte ich mir merken sollen. Als wir im freien Training unterwegs waren. Aber stellt euch mal vor, wir kommen Runde... Stellt euch mal vor, wir kommen Runde 16 rein. Dann wären es noch 16 Runden bis zum Schluss.
Puh. Am Ende schaffe ich es einfach so nicht. Muss dann gegen Ende nochmal rein. Ist noch nicht zu sehen, also in zwei Runden werde ich noch nicht reinkommen. Fahrer vor mir. Er ist vor dir. 10 Sekunden Abstand zwischen euch. Du verlierst pro Runde etwa 7 Zehntel. Noch 20 Runden bis zum Ende des Rennens. Ne, ich fahre gerade nicht mein Limit. Es wurmt mich selbst wohl am meisten. Der Benzinstand ist jetzt knapp unter der 30-Kilo-Marke. Noch 30 Kilogramm Benzin. Das darf nicht sein. Verstappen jetzt wieder in der Box. Der fährt auf jeden Fall 3 Stops, das ist keine Frage. Ich glaube aber, wenn ich so mein Tempo weiterfahre, kommen wir mit einem normalen Stop nicht weiter. Also so wie die stoppen. Deswegen muss ich eigentlich gezwungenermaßen, um vielleicht hier noch Punkte zu reißen, wirklich einfach auf Gedeih und Verderb versuchen, einen Boxenstopp einzusparen. Verstappen jetzt hinter uns mit weicheren Reifen. Mit weichen Reifen, weicher als unser, geht natürlich nicht. Aber eben frischen. Na, Runde 16 ist wohl gerade ein realistisches Ziel. Hast die Frage, komme ich mit den härteren, die sich dann auch entsprechend anders fahren lassen, wirklich aus? Im McLaren war es schon sehr eng. Und der Wagen ist, glaube ich, noch reifenschonender. Da kam das Heck wieder. Und hier mussten wir schon eher als eigentlich gedacht zum Boxenstopp, weil Nase ab. Es geht eigentlich schief. Ich weiß, dass es schief geht, aber... Soll ich lieber das Risiko wagen? Ich würde sagen, ja, lieber vielleicht nochmal doch noch reinkommen, als eben den Versuch wirklich einen einzusparen, den Boxenstopp liegen zu lassen und dann eben auch auf jeden Fall Punkte liegen zu lassen. Denn was bringt mir jetzt hier ein schöner 13. Platz? Wenn ich jetzt so wie die fahre, nur beispielsweise, wenn das denn stimmt, Verstappen war ich in der Box, das bringt mir nicht wirklich was. Rosberg führt das Feld an. Oh, wieder beinahe hängen geblieben, diesmal war es aber arschknapp. Ah, jetzt ist es vorbei. Okay, 3-Stop-Strategie. Jetzt bekomme ich die Kurve hier nicht mehr. Hat sich gerade selbst erledigt. Er wird die Performance beeinflussen. Ja, nur sogar rot. Okay, wenn nichts groß dazwischen kommt, sind Punkte hier wohl nicht möglich, nehme ich jetzt mal an. Schade, dass ich dann im Vergleich zur Saison mit dem McLaren hier in Singapur doch mehr Fehler einschleichen. Naja, aber nicht aufgeben, vielleicht kann man hier noch was ernten. Irgendwas, was wir nicht gedacht hätten. Mary fährt jetzt auch vorbei. Ne, Button und Massa hinter uns, weil ebenso früh schon zum Stop. Ja, Frische haben wir nicht mehr, das ist richtig. So, jetzt dürfte ich mir aber keine Gedanken mehr um die Reifen machen. Den Reifensatz fahre ich aus. Und die härteren fahre ich halt zu Ende und das eben so kurz wie nötig. Eine Runde weniger fahren wir auch schon mal, das ist mir jetzt schon mal klar. Reifen sind noch leicht kalt, aufpassen. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt wenigstens noch über längere Zeit meinen Rhythmus hier finde. Immerhin sind die Reifen frisch, da ist die Wahrscheinlichkeit oder die Chance noch größer. Oh Gott, der bleibt wieder was stehen. Hinterreifen nehme ich. Heckverteilung? Nee, ist eigentlich Quatsch, aber würde man jetzt sagen. Aber tendenziell gehen wir mit frischen Reifen eher Vorderreifen in Stillstand.
Das war jetzt einfach meinem Anbremsverhalten geschuldet, dass da das Heck kam. Das kostet gerade wieder schön viel Zeit. Da kommt schon wieder das Heck. Fahr rein zu mir. Nasen liegt hinter dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 18 Runden. Vielleicht hat er auch irgendeinen Zwischenfall gehabt. Gut, die waren in der Startaufstellung nicht so weit vorne, das ist klar. Stevens fährt jetzt in die Boxengasse. Er ist gerade in die Boxengasse abgebogen. Reifen sind kalt, deswegen bekommen wir ihn hier locker. Na, immerhin das. Jetzt 18. Massa weiterhin vor uns. Rosberg führt das Rennen an. Habe ich das einfach mal Jeff abgenommen, das bedeutet 15 Runden bei der Benzinmenge. Das heißt, wir sind knappe 2 Runden im Rückstand mit dem Benzin. Und ich nehme mal an, dass wir eben eine Runde weniger zu fahren haben, weil wir überrundet werden. Da vorne kommen die uns näher, aber das ist jetzt Mary. Gerade lässt sich sie aber gar nicht so verkehrt fahren. Die Kurve habe ich jetzt auch schön hinbekommen. Vielleicht kommt jetzt eben die zweite Rennhälfte. Wird uns wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, keine Punkte bescheren. Aber vielleicht ein paar schöne Duelle. Etwas zu spät. Auf der Bremse gewesen. Kennen wir schon. Und immer noch alle im Rennen. Warum da so eine blöde Bucht ist, muss doch nicht sein. Kann man gar nicht schön den Schwung mitnehmen. Klar kann man es, wenn man ordentlich oder dementsprechend fährt, aber dieser blöde Knick da, diese entgegenkommenden Reifenstapel, es sind hier wieder diese... Oh, Mary geht rein. Hat sich das schon mal erledigt. Diese besonders absorbierenden Barrikaden sind das. Ja, ich weiß. Ich fahre natürlich noch auf Standard, also sollte das soweit klar gehen. Erstmal wieder auf die Kurve konzentrieren. Eine Runde. Ein Kilo. Versuch bitte die Bremsen zu erwärmen. Härter bremsen in den nächsten paar Kurven. Jetzt sind es ja keine Prozente mehr. Wenn es auf 0 steht, dann ist es eben auf 31 Runden ausgelegt. Gehe ich mal von aus. Rosberg ist gerade auf P1 vorgefahren. Fahrer vor mir. Perez liegt vor dir. Über 15 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 16 Runden. Ja, das eben der restlichen kaputten Nase geschuldet. Massa hat sich dann wohl vor Perez gesetzt. Oder er musste nochmal rein und sitzt hinter uns. Habe ich nicht drauf geachtet, ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich hier noch gut fahre. Bekomme ich auch endlich mal diese Kurve hin. Das wird auch mal Zeit in Runde 16. Na, Heck wieder verschlagen, deswegen beinahe hier abgekürzt. Die Reifendaten sehen soweit gut aus. Die Reifen sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Wieder angedotzt. Ich höre gerade wieder deutlich Wagen links. Ist da wieder jemand an der Box? Ne, sieht nicht so aus. Da waren das bloß die Autos auf der anderen Streckenseite. Etwas zu früh gebremst. Aber lieber so als zu spät, weil das würde dann eher Zeit kosten. Fahrer vor mir. Perez vor dir. Der Abstand beträgt über 15 Sekunden. Es sind jetzt noch 15 Runden. Das Verhältnis von Runde zu Runde sagt er gar nicht mehr. Und jetzt sehe ich gerade, weil er uns...
Weil unser Team uns im Qualifying auf Platz 8 gesehen hat, ist jetzt Platz 5 ausgeschrieben. Ist natürlich totaler Quatsch, aber naja, kennen wir schon. Das hat noch nie hingehauen bei Codemasters, die Erwartungen an uns in Sachen Platzierungen. Stevens ist gerade nicht weit weg, das finde ich nicht gut. Dann fahren wir gar nicht so schnell. Gut, wir sind immer noch bei 1,50 noch, was mit unserer Bestzeit. Ist auch nicht so prickelnd. Keine 20 Sekunden auf Perez. Mal oben mitgeschaut, was der uns wieder anzeigt. Na gut, Raikön, der hatte eben diesen Startunfall, deswegen weiter hinten. Deswegen kann man diese Information noch durchgehen lassen, aber normalerweise fährt er weiter vorne und sowas wäre dann wieder Quatsch gewesen, aber so geht's noch, der wird vor uns bleiben, oder? Du baust den Vorsprung zu Stevens aus. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde langsamer als deine. Obwohl, kalte Reifen beim Ferrari. Das schafft er nicht, aber der wird uns dann wiederholen. Spätestens wenn die Reifen Temperatur haben und ich mich hier auch vertue. Na super, jetzt hat er natürlich DRS. Jetzt wird er es schaffen. Ich bleibe jetzt mal innen. Okay, er fährt nach innen, das geht schief. Ich kenne doch die KI. Da muss ich mich viel eher entscheiden. Damit die KI auf jeden Fall links an mir vorbeizieht. Und wenn sie es schafft, dann ordnet sich halt vor mir wieder auf der Diagonallinie ein. Aber ansonsten bleibt die... Bleibt die in der Kurve dann oder vor der Kurve wirklich neben mir und dann kann ich vielleicht wieder zurückschlagen. Ist zwar sehr spät die Erkenntnis, aber naja. Aber wäre ich da jetzt wieder auf meiner Linie geblieben, dann wäre das wieder so gewesen, dass uns der Raikön in dem Fall einfach gedreht hätte. Bin ich mir sehr sicher und deswegen habe ich schon aus anderen Manövern gelernt und jetzt einfach nachgegeben. Stevens ist wieder deutlich näher gekommen, finde ich nicht gut. Und normalerweise sollten wir ihn Verstappen jetzt zum letzten Mal in der Box, sollten wir ihn deutlich hinter uns halten können. Wir sind nicht umsonst in Q3 gekommen, auch wenn ich gerade nicht wirklich so fahre. Aber jetzt nochmal Nase anhauen, das steckt auch in den Knochen. Das will ich jetzt nicht auch nochmal haben, weil dann ist das Rennen total im Eimer. Deswegen fahre ich gerade etwas bedachter, als wenn ich zum Beispiel auf Platz, sagen wir mal Platz 8 unterwegs wäre. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Nö. Obwohl, wir fahren ja jetzt... Ach, schwer, die Weicheren sollte ausfahren. Von daher komme ich jetzt noch nicht rein. Rosberg liegt in Führung. Und sind immer noch alle im Rennen. Trotz den Berührungen bisher. Verstappen müsste jetzt die härteren haben. Der DRS haben wir nicht bekommen. Hab einfach mal wieder, wie ich sonst auch immer mache, vorsorglich auf den Knopf gedrückt für DRS. Ja, Verstappen ist da irgendwie am Start mit wo reingeraten. Hat sich zwar nicht den Wagen angefahren, aber ist eben doch weiter nach hinten gefallen. Und eigentlich hätten wir vorhin bleiben müssen, aber dann kam eben die Aktion mit Hülkenberg. Werde ich mir eben nochmal anschauen. Das bedeutet 12 Runden. Wir fahren noch 12,5 Runden. Ja, 13,5 Runden. Eine Runde weniger. Sind wir bei 12,5, die wir noch fahren. Und dann haben wir noch etwas zu sparen. Nö. Die weicheren fahre ich aus. Und dann die härteren. Die sind dann einfach besser gegen Rennende. Oh, leicht angelehnt, aber nicht schlimm. Bloß touchiert. Klar fahre ich jetzt etwas gehemmt, weil ich will nicht nochmal irgendwie die Nase anhauen. Habe ich ja gerade angesprochen, wenn ich weiter vorne wirklich noch ganz regulär in den Punkten wäre, also voll nach Strategie, voll nach Plan, dann würde ich auch anders fahren. Wir können ja schon mal sagen, hier Primes. Zur Sicherheit. Du baust den Vorsprung.
Lotus aus. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde langsamer als deine. Der Lotusfahrer müsste jetzt vor Verstappen sein. Und die werden sich jetzt angreifen. Ende Runde 21 komme ich rein. Nee, Runde 20, diese Runde. Ehe ich dann wieder zu viel auf alten Reifen verliere. Die härteren kommen jetzt so oder so durch. Ist halt die Frage, wie sehr ich die mag oder eben nicht. Maldonado jetzt vor uns, gut, dann macht er schon mal keine Punkte. Tja, die letzten Rennen, vielleicht wird Abu Dhabi wieder schwierig, aber alle, die dann noch kommen, wenn das Wetter auch passt, die liegen mir alle und da sollten wir auf jeden Fall Punkte holen. Dann sollte Maldonado noch drin sein. Mercedes, nee, nicht Mercedes. McLaren wollen wir als Team auch noch bekommen. Es sind nicht viele Punkte Abstand, das schaffen wir auch noch. Bin ich sehr zuversichtlich. Dann wäre vor euch dann... Dann würdet ihr sehr wahrscheinlich zwischen Sauber, Lotus, Force India und vielleicht eben noch einem anderen wählen können für die nächste Saison, weil das stelle ich gerade wieder in Aussicht, weil zwei Teams vor uns in der Konstrukteurswertung. War das da gerade so schlimm? Aber Jeff kommt ja gerade nicht mehr aus dem Quasseln heraus. Ja, wir kommen jetzt rein. Verstappen schön vor Maldonado halten. Ihr dürft ja jetzt beide durchfahren, weil Verstappen war vor uns an der Box, also ist ja vor uns rausgekommen. Und Maldonado, das war etwas eng an der Boxenmauer entlang, ist ja in der letzten Runde erst rausgekommen. So, 11 Runden sind es noch, womöglich fahren wir eben eine Runde weniger, sehr wahrscheinlich sogar. Los, los, los. Wird das wieder der zweite Gang sein? Also ein Männer ist wieder vor uns, den will ich auf jeden Fall hinter mir wissen. Zum Ende des Rennens. Hä? Bist du blöd? Das war meines Erachtens wieder überfahren. Nasser jetzt hinter uns, der hat natürlich einen guten Wagen. Die härteren brauchen... Ah! Die härteren brauchen natürlich noch etwas länger, bis sie auf Temperatur sind. Ist ein Ferrari, Vettel müsste es ja sein. Unsere Benzinreserven sind sehr niedrig. Versuche früher hochzuschalten, dabei sparst du etwas Benzin. Ich fahre ja schon auf Marco, was wissen jetzt noch? Das schaffen wir schon, Jeff, keine Angst. Du musst bloß mal unseren Verbrauch aktuell hochrechnen, dann schaffen wir das schon. Selbst wenn wir auf Standard fahren. So, die nächsten, ehe ich da jetzt irgendwo in den Kurven mit denen herumkrauche. Das war jetzt bloß Hamilton. Mach ich mal Platz. Will ja kein Überrundungsrüpel sein. Die Reifen halten jetzt locker durch. Also die Ansage, hier noch einmal reinkommen, ist natürlich Quatsch. Boxenstoppfenster. Sechs Runden, bis sich das Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp ist klar. Runde 27. Runde 27 kommen wir nochmal rein. Hättest du aber gern. Nasser hinter uns. Fahrer hinter mir. Nasser hinter dir. 3 Sekunden Abstand zwischen euch. Oh. Noch 11 Runden. Habe ich ja noch was zu tun? So, das reicht jetzt. Mit Anzeige und mit Spritsparen. Da ist wieder eben an der Box der Stevens. Ja, dann bekommen wir ihn auch noch. Schön. Wäre aber auch sehr ärgerlich gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Das stelle ich jetzt einfach mal nach Gefühl auf ausgewogen. Also Nasser hat Stevens auch noch bekommen. Er ist direkt hinter uns, Fahrer vor mir. Bocken liegt vor dir. Über 15 Sekunden Abstand zwischen euch. Es sind jetzt noch 10 Runden zu fahren. 9 Runden. Aber Button bekommen wir nicht mehr. Selbst wenn ich jetzt volles Rohr fahre. Von Nasser will ich auf jeden Fall ins Ziel kommen. Der Benzinstand ist jetzt an der 15-Kilo-Marke. Noch 15 Kilogramm Benzin. Heißt 9 Runden, passt also.
Wir fahren jetzt eben noch 9,5 Runden, das passt schon. Auf Standard sparen wir eben nochmal. Mir war eben wieder sehr wichtig, den Wagen zu beginnen etwas leichter zu bekommen. Jetzt ist er weiter herangekommen, fährt nochmal auf den weicheren Reifen. Keine Ahnung, wie seine Strategie aussieht. Er wird uns wohl doch noch bekommen. Naja, ich lasse einfach mal auf uns zukommen. Ja, untersteuern. Übersteuern. Von allem etwas. Vettel liegt jetzt in Führung. Das ist wieder welche in der Box. Könnten uns aber auch nochmal die Hölle heiß machen. Perez jetzt direkt vor uns. Okay. Hatten die irgendeinen Unfall? Warum ist der jetzt nochmal so nah an uns dran? Treibstoff. Unser Benzinstand ist jetzt bei 15 Kilo. Es sind noch 15 Kilo Benzin übrig. Okay, immer noch keine genaue Ansage. Benzinverbrauch nach Plan. Aber Optimum ist ja gut. Und dann fragen wir einfach nochmal in Runde 25, weil dann sind noch eigentlich 10 Kilo drin. Heißt 6 Runden, wir fahren bis zum Ende. Jetzt ist aber verdammt nah. War Heck verschlagen. Ja, deswegen. Klar war es abkürzen, das hat mich eher Zeit gekostet, weil das Heck rumkam. Wir kommen hier doch gar nicht so schlecht, wie ich es anfangs an diesem Rennwochenende gedacht habe, heraus aus dieser Kurve. Letzter Sektor sollte dennoch uns gehören, auch wenn ich hier mittlerweile nicht mehr an Limit fahre. Also wenn wir 15. wären, wäre das noch ein ganz gutes Trostpflaster. Wieder welche in der Box. Ah, sind okay, Führende gewesen. Sollte jetzt viel leichter sein. Wir haben nur noch etwa 25% Benzin übrig. Oder welche, die sowieso weiter vorne fahren. Wir müssen ja nicht die Führenden sein, obwohl es wäre interessant zu wissen. Weil vielleicht müssen wir mit einer Runde mehr Sprit kalkulieren. Na, vielleicht will uns in den nächsten Runden noch jemand überrunden, dann sehen wir es ja in der Position oder generell. Wenn wir berundet werden, dann haben wir eben wieder eine Runde eingespart. Na, zweiter Gang war wieder Quatsch. Massa liegt jetzt hinter uns, nicht mehr nass, sondern wir haben etwas Abstand zu den Leuten da hinten. Ist ja auch schön. So, jetzt kam mir das Heck nicht rum, deswegen hat das hier auch alles wunderbar funktioniert. Keine Beanstandung. Ja, Reifen machen das locker mit, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Verstappen wieder in der Box. Wären die hier von Haus aus auf 4 Stops gegangen? Na, wir sehen sie am Ende. Da ist ja umso ärgerlich, dass wir da die Nase verloren haben und dann eben nochmal. Mann. Naja, kann man alles in der dritten Saison besser machen. Zumindest lief das erste Rennen ganz gut hier in Singapur. In McLaren. Immerhin Punkte. Ist ja keine Garantie, wenn das eine Rennen der Vorsaison ganz gut war, dass auch in der nächsten wieder gut läuft. Rosberg gerade über die Linie, also liegen wir eine Runde zurück. Das ist gut. So, Verstappen liegt jetzt vor uns, er nimmt wohl keine Punkte mit. Ich hoffe mal, Maldonado liegt hinter uns. Einfach, dass der nicht gegen uns punktet. Und gerade bin ich wieder etwas im Rhythmus drin. Ist sehr erfreulich gegen Rennende.
Ja, Reifen melden sich noch nicht, fühlen sich auch nicht so an. Benzin ist auch gut. Zumal das ja auf die volle Renndistanz ausgelegt ist, den Test muss ich ja noch machen. Kleiner kurzer Test, überrunden lassen, schauen, ob da irgendwie der Zahlenwert sich verändert oder ob der wirklich auf den 31 Runden bleibt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der auf 31 Runden bleibt, aber man will die Sicherheit haben. Hoffentlich handhabt das Spiel das nicht unterschiedlich, das wäre sehr ärgerlich. Aber den Test will ich noch machen, irgendwann. Ist jetzt bei weitem nicht so aufwendig wie der Reifentest, aber habe ich eben bisher noch nicht gemacht. Fahrer hinter mir. Massa liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 4 Sekunden. Noch 7 Runden. Der wird uns noch ärgern. 6 Runden jetzt noch, weil eine Runde weniger. Treibstoff. Hier eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Benzinverbrauch. War auch nicht anders zu erwarten. Also eine Runde können wir raushauen, wenn die Anzeige sich da, das Infofenster, auf 31 Runden bezieht. Aber dann werde ich es bloß für die Geraden benutzen, nehme ich mal an. Na, die Runde war jetzt wieder weniger gut, um Maldonado vor uns. Massa hat jetzt wohl nochmal die Options und dann eben generell einen schneller Wagen. Optimum gerade. Also 1,0 können wir noch raushauen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil das bisher auch noch nie ein Problem war. Rosberg führt das Feld an. Super. Massa ist dran. Ja, mittlerweile habe ich mich wirklich gefangen, da kam das Heck wieder rum, aber ich bin nochmal vom Gasgang, ehe das Spiel uns wirklich noch eine Zeitstrafe reindrückt. Hier, wo man so kaum überholen kann, ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn wir gegen Rennende vielleicht noch 4 Plätze nach hinten fallen, weil wir Leute aufhalten. Und eben mit der Strafe nach hinten fallen. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Aha. Lass ihn durch, wenn du kannst. Ist das Bottas? Dann fahr vorbei. Nee, es war Massa. Ach. Sieht sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Fahr, ach Mann. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. So, hinter mir müsste jetzt wieder jemand sein, der unser Gegner ist. Es liegt im Moment 3 Plätze vor dir. Na, ist das Problem. Ich habe auch nicht oben links geschaut, wie viel Rückstand Massa vor uns hat. Ansonsten hätte ich es herausfinden können. Obwohl, wenn das Bottas gewesen wäre, ich hätte es nicht so einfach erkannt. Das muss das Team mir sagen. Das Team muss mir sagen, ob das jetzt Bottas zum Beispiel ist, der uns überrunden will, oder ob das eben Massa ist, der bei uns in einem Zweikampf verstrickt ist. Finde ich schade, dass es eben auch so eine Information nicht gibt. Wo der Funk mittlerweile so gut ist, kann man das durchaus im nächsten Jahr mit einbauen. Nee. Nase ganz. Immerhin. Ja, die vorne setzen sich jetzt ab und Massa führt das Ganze noch an, weil der hat jetzt, glaube ich, frische Reifen und generell ist der Williams hier gar nicht so schlecht. Deswegen, na gut, er wird blaue Flaggen bekommen, deswegen muss er eigentlich über vorbeilassen, über kurz oder lang. Naja. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir an ihn herankommen. Hinter uns halten, das wäre vielleicht noch gegangen. Aber ansonsten weiß auch nicht, ob das Spiel einem beim Missachten von blauen Flaggen eine Strafe reindrückt. Weil das wäre uns vielleicht zum Verhängnis geworden, wenn ich gedacht hätte, ha, das ist Massa schon. Aber es wäre Bottas gewesen. Dann wäre es auch sehr ärgerlich gewesen. So, Jeff, die Reifen sehen tipptopp aus. Warum sollen wir jetzt reinkommen? Wir haben alle Reifenmischung gefahren. Ist nicht gerade gut, was du dir da ausdenkst.
Also wir hätten es vielleicht mit 2 Stops, wenn alles glatt gelaufen wäre, geschafft. Aber ist wieder bloß Konjunktiv. Vielleicht sehen wir es dann in der nächsten Saison. Bin mal gespannt, ob es hier dann eben auch welche gibt mit 4 Stops, weil das kommt mir wirklich so vor. Ja, und dein Loch im Kopf hat sich auch geöffnet, ey. So eine Info. Vergiss das mit dem Boxenstopp. Hat er frische Reifen? Aber von Stevens werden wir uns nicht überholen lassen. Aber das kann nicht so weit weg, ne? Fahr rein zu mir. Stevens hinter dir. 11 Sekunden Abstand zwischen euch. Ach, 11. Jetzt sind es noch 4 Runden. Dann ist das einer, der mich ja genau überrunden will. Mache ich dann vor Singapur Sling. Hier nicht. Das ist jetzt Bottas, oder? Ist das ein Hülkenberg? Ne, das war jetzt Bottas. Also der Bottas war gar nicht so weit weg von Massa, den er womöglich auch noch überrunden wird, obwohl die sind jetzt so weit weg. Ne, das schafft er nicht mehr. Aber ich lag mit meiner Vermutung gar nicht so verkehrt. Tja, kann man nicht anders machen. Im Rückspiegel habe ich es auf die Schnelle nicht erkannt und mich dann irgendwie noch auf die Karte fokussieren und schauen, na, hat er jetzt eine blaue Flagge, taucht er eben selbst als blauer Punkt auf. Das habe ich jetzt in der Schnelle nicht sehen können und am Ende wäre ich dann bloß irgendwo reingebrettert. Deswegen muss das mir mein Renningenieur sagen, ey, Vorsicht, bekommst zwar blaue Flaggen geschwenkt, aber hinter dir ist noch einer, der mit dir um eine Platzierung kämpft. Das muss einfach kommen. Ah, Randschnell mitgenommen, deswegen Wagen ausgehoben. Da ist noch jemand an der Box. Keiner, den wir überrunden, den wir überholen, der wird uns eher überrunden. Ne, Japan ist aber eine schöne Strecke. Da peile ich auf jeden Fall Punkte an. Dann eben Russland. Ganz klar, da auch. Mag ich ja sehr die Strecke. Dann Austin. Da auch. Dann Mexiko. Da natürlich auch. Brasilien sowieso. Na, mal schauen. Vielleicht gibt es da wieder Regen. Dennoch liegt mir die Strecke. Meine Lieblingsstrecke. Und dann eben Abu Dhabi. Mal schauen. Müssen wir einfach mal schauen. Abu Dhabi könnte eben sein, dass wir da wieder nicht punkten. Dann hätten wir auf jeden Fall schöne 5 Rennen, wo wir überall gute Punkte einfangen könnten. Sagen wir mal überall im Schnitt 3. Ist schon sehr optimistisch, aber ist wirklich mein Ziel, was ich anpeile. Das wären 15 Punkte. Damit dürften wir am McLaren vorbei sein. Dann habe ich Minimum, Sauber und Lotus haben wir dann vor uns in der Teamwertung. Und das eben für die Teamwahl für die nächste Saison so entscheidend. McLaren muss da noch hinter uns liegen. Vorletzte Runde aktuell. Etwas zu spät. Fahr rein zu mir. Stevens liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 8 Sekunden. Jetzt sind es nur noch 3 Runden. Ja, der holt jetzt auch nochmal auf, aber ich habe das Tempo auch nochmal rausgenommen. Jetzt soll einfach nichts mehr schief gehen. Fahrer vor mir. Na, 5 Sekunden pro Runde, glaube ich, jetzt etwas übertrieben, zumal der sowieso schon vorher weit weg war. Und klar, ist ein Williams mit frischen Reifen und ich fahre jetzt eben gedämpft, weil ich jetzt nicht noch irgendeinen Scheiß bauen will. Und besser als Platz 16 wäre in den letzten Runden eh nicht mehr drin gewesen. Es wäre was drin gewesen, ja, hätte. Weihnachtslichterkette und ja, Rennen ist leider gelaufen, habe mir wirklich einiges ausgemalt, aber so passiert's nun mal. Die nächsten 5 Rennen, da peile ich Großes an. Das sind einfach meine eigenen. Wir haben sowieso eine Reserve, weil es die letzte Runde ist. So, blaue Flagge nochmal. Das sind einfach meine Erwartungen an mich selbst. Das sind 3 Runden, weil ich jetzt auch teilweise so verhalten gefahren bin. Den Fahrer hinter dir Platz zum Überholen.
Hamilton mal wieder. Das sind einfach meine Erwartungen an mich selbst und hohe Ziele können auch nicht schaden. Auch wenn ich dir gerne mal etwas weiter zurückhalte, aber Glückwunsch an Rosberg. Aber in dem Fall ist angebracht, weil wir aktuell dann doch hinter unseren Erwartungen dass ich die Ziele einfach mal etwas höher stecke. Dann hole ich vielleicht auch das letzte Stück Zeit an mich heraus, um eben auch wirklich diese Position, meine Erwartung zu erreichen im jeweiligen Rennen. Bin ich einfach mal gespannt. Die Saison hat noch einige schöne Rennen parat. Eben die angesprochenen Abu Dhabi könnte wieder so ein Knackpunkt werden, weil dann auch wieder eher ein Motor gefragt ist. Und in McLaren lief es ja auch nicht so super. Nochmal abgekürzt. Also 16. Platz, natürlich nicht das, was wir uns hier vorgestellt haben. Da steigen wir aus. Enttäuschung können wir nicht ansehen, weil wir sie unten, werden wir ja bestimmt sein, bin ich letztendlich auch. Ich werde mir die Aktion mit Hülkenberg da nochmal anschauen und natürlich auch das Gerangel da in Kurve 2. So eine tolle Fahrt heute von Nico Rosberg. Ich bin mir sicher, das Mercedes-Werksteam wird den Sieg noch bis spät in die Nacht feiern. Ja, das Ergebnis wird für viel Freude sorgen. Das war eine fantastische Fahrerleistung. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann. Also hab erstmal woanders hingeguckt, nicht auf den zweiten Platz. Button nicht in den Punkten, dafür Alonso hat für McLaren 4 weitere Punkte geholt und Verstappen eben nicht in den Punkten, das habe ich mir aber schon gedacht. Aber schaut mal, Vettel ist Zweiter, hat eine Runde Rückstand und Bottas, der ist wieder innerhalb der Runde, ist mal wieder ein ganz klarer Anzeigefehler. Ein kleiner Bug und da sind wirklich einige auf 4 Stops gefahren und Alonso auf 3 Stops, also wir hätten auch 3 Stops genommen. Ich habe zwischenzeitlich, sofern eben, ja, als eben noch alles lief, habe ich wirklich gedacht, wir können da auch mit 2 Stops durchfahren. Obwohl, nee, 3 Stops waren schon drin. Also 2 Stops sind viel zu vermessen. So ein Reifenschoner bin ich natürlich nicht. Also 3 Stops, das wäre das gewesen, was wir hätten erreichen müssen, sollten, hätten. Sowas in der Art. Also Vettel auf Platz 2, Bottas dahinter, dann Hamilton, den Ricciardo und Grosjean. Ein 6. Platz im Lotus in Singapur ist wirklich sehr gut. Lotus werden wir nicht einholen. McLaren, das, davon gehe ich mal stark aus. Und ja, sauber wird wohl auch nichts, auch wenn Nasser hier nicht gepunktet hat. Ericsson als 11. auch nicht. Ich schiele, wie gesagt, auf die 2 Plätze vor uns. Bestenfalls sauber und Lotus für die Teamwahl der nächsten Saison, was ich dann natürlich euch wieder überlassen werde. Quer dann auf Platz 9, Hülkenberg auf 10, Ericsson 11, ja, Force India liegt hinter uns, sollte für den Rest der Saison auch noch so bleiben. Zumindest dann in Abu Dhabi. Verstappen 13., Maldonado, gut, die haben keine Punkte geholt, die Maldonados. Massa 15 war wirklich kein gutes Rennen, aber Massa und Räikkönen ist 7. geworden, die sind sich da in die Quere gekommen zu Beginn. Wir 16. enttäuschend, Nasser hinter uns, Button auch noch, okay. Button 5 Stops, da muss ja auch irgendwas gewesen sein. Naja, Vorfälle gab es einige von uns, ein paar Verwarnungen und anderweitig. Runde 1, Verstappen war da mit drin. Also Massa Räikkönen haben wir ja schon gewusst und dann Massa Button. Ericsson quert, wahrscheinlich eine Kettenreaktion. Verstappen dann Ericsson, Verstappen Maldonado, Maldonado Verstappen und dann eben Verstappen Mary nochmal. Ja, das waren die ersten 3 Kurven und dann sind wir am Ende noch wirklich ein paar Mal vertreten. Oha. Ja, teilweise kam mir das Heck rum, deswegen habe ich da die Kurve nicht bekommen, aber Zeit hat sowieso gekostet und eine Strafe haben wir nicht bekommen. Nun gut, das Rennen also in Singapur. Punkte bleiben uns leider wieder verwehrt. Rosberg konnte immerhin seinen Rückstand auf Hamilton verkürzen und auch sonst gab es einige Verschiebungen. Vettel zum Beispiel hoch, Grosjean hoch, Nasser jetzt also hinter Grosjean. Hülkenberg ist nach oben, Verstappen ist ein nach unten, wir sind auch ein nach unten, weil Alonso quert hinter uns.
Ja, sieht soweit ganz gut aus. Also, ich schaue nochmal kurz. Was habe ich gesagt? 3 Punkte im Schnitt bei 5 Rennen. Das wären 15 Punkte, heißt 23. Wir könnten es gerade so vor Maldonado schaffen. Es wird verdammt eng. Maldonado holt bestenfalls einfach gar keinen Punkt mehr. Aber ob das auch bei Button auch so bleibt, weil Hülkenberg ist, glaube ich, schon zu weit weg, das werden wir einfach sehen. Und bei den Konstrukteuren hat sich nichts weiter verschoben. Da zählen ja immer 2 Fahrer, deswegen ist das weiter oben eher einseitiger. Die Abstände sind da sehr groß, da wird sich bis zum Saisonende nichts mehr tun. Also die ersten 4 sind soweit fest. Ich denke mal, auch Lotus wird vor Sauber bleiben. Wir haben jetzt 8 Punkte Rückstand durch die 4 Punkte von Alonso. Und nach hinten haben wir 5 Punkte. Also es bleibt weiterhin sehr spannend bei uns als Fahrer und eben bei uns als Team nach vorne mit den Konstrukteuren. So, es gibt mal wieder was zum Anschauen und ich bin auch mal gespannt, was da genau ablief. Also hier die Sicht von uns nochmal. Da vorne, der Ferrari mit dem anderen Williams, da war irgendwas und das war schon verdammt eng hier. Aber ich bin der KI einfach hier mal aus dem Weg gegangen, wenn auch eben mit Glück. Und hier Massa, eben die Sicht von ihm aus. Und es sah gerade eben schon so aus, als ob der Ferrari und dann eben Bottas genau sich hier berührt haben. Deswegen kam das einfach zustande. Dann bums in den Red Bull rein. Und dann kommt da noch McLaren, der sich da die Nase abfährt. Wir sehen da, das ist Alonso, also muss das Jensen Button gewesen sein. Und da vorne, sieh mal einer an, unser Teamkollege, der war so weit hinten und wir sind letztendlich durch meine Fehler so weit hinten gelandet. Da ist es umso bitterer, dass er letztendlich vor uns ins Ziel gekommen ist. Naja, lassen wir das mal und wir schauen uns das Ganze nochmal von Räikkönen aus an. Das sehen wir einfach am Helm. Und da die Berührung und dann eben hier entscheidend, bums, er gegen die Leitplanke und dann, ja, zurücksetzen. Die lassen die Hinterräder nicht durchdrehen, die versuchen sich einfach mit Wenden in 7 Zügen wieder auf die Strecke zu bringen. Und dann geht es wieder auch weiter. Naja, oder auch nicht, weil der wartet hier noch ziemlich lange, weil da vorne sich andere KI-Leute, Verstappen wieder einen mitbekommt, sich da eben noch rangieren. Gut, und hier eben die Sicht von Verstappen aus. Der hat dann eben den, ja genau, den Massa bekommen. Kein Schaden, aber hat sich ganz schön weit wieder hinten finden müssen. Ja, da kommt eben nochmal Alonso rein und dann hat er sich eben wieder gerichtet. Eben auch ziemlich wilde Lenkradbewegungen, aber das ist dann einfach die KI. Aber in dem Fall ist das gar nicht so schlimm, sieht bloß eben sehr seltsam aus. Ja, und hier nochmal ein Stupser mit dem Männer. Und dann eben die Sicht von Button, der hat die Nase verloren, als da eben Massa zu ihm gewandt da stand. Einfach stur rein, Nase ab, naja, hätte man besser machen können, aber was soll's. Und hier nochmal TV-Kamera, blendet hier ziemlich blöd um, aber wir sehen, einen ordentlichen Stoß bekommt da Verstappen ab. Ja, und dann eben noch eine Aktion, die Aktion, die mich einfach die Nase gekostet hat. Wir waren hier im Duell mit Hülkenberg und dann habe ich hier in der Kurve leicht das Heck verloren und dann kam schon der nächste an. Das hatte ich gar nicht mehr so genau auf dem Schirm. Ja, hier nochmal der Leerlauf drin und dann ging es weiter. Obwohl, nee, stimmt ja. Wagen ist ja ganz geblieben, wo ich gerade wieder mit den Gedanken bin. Hier sehen wir es aber nochmal von außen, wieder mit dem blöden Schwenker, aber ich habe da vom Sauber einen mitbekommen. Ich würde jetzt sagen, einfach Rennunfall, Fahrfehler meinerseits und dann kam es eben ziemlich ungünstig. Aber wir werden das nochmal sehen. Das war, müsste Nasseres sein. Ja. Hier sieht er den Zweikampf und dann verliere ich den Wagen und er brettert auch drauf. Er hätte vielleicht bremsen können, aber er war schon ziemlich nah und würde ich einfach mal als Rennunfall eben ausgangs mit meinem Fehler abstempeln. Ja, das Rennen in Singapur, nicht wirklich toll letztendlich, wie es ausging. Ich habe mir eben doch nach freiem Training und Qualifying Punkte erhofft, aber es kam letztendlich anders. Das gehört dazu, immerhin war es kein großer Bug der KI, also KI-Fehler, weil verbuggt. Das war hier nicht der Fall, kann ich nicht sagen. Alles soweit in Ordnung, was wir so mitbekommen haben. Ja, dann heißt es einfach in Suzuka hoffentlich bei Trockenheit ordentlich einen Angriff starten. Mal schauen, wie es da laufen wird. Ich bin schon gespannt, aber weiterhin frohen Mutes. Wir werden das schon schaffen. Vertraut in mir, ich mach's auch. Und mal schauen, was bei rauskommt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.